Ja, hier gibt's heute was für Queen-Fans. Der Nachlass von Freddie Mercury wird versteigert. Und wir werfen einen kleinen Blick darauf. Und damit herzlich willkommen hier zu Update Wirtschaft an der Frankfurter Börse. Ja, am 6., 7. und 8. September geht es los. Da kommt der große Auftritt im großen, illustren Auktionshaus Sotheby's. In London ist schon alles vorbereitet, alle Werke werden präsentiert in einer Ausstellung am Eingang der Freddie Mercury Gedächtnisschnauzbad und 1.500 Gegenstände aus seinem Nachlass kommen hier unter den Hammer. Die mit Graffitis bemalte Tür zu seinem Anwesen, die Küche, seine Plattensammlung und natürlich seine Kostüme. Alle Gegenstände, auch ein Spiegelbild seines Lebens, ein Spiegelbild des Künstlers. World of His Own heißt die Auktion, das heißt, es sind insgesamt 6 Auktionen, 3 davon online. Da fragt sich vielleicht mancher, kann ich da mitbieten oder besser, kann ich mir das leisten, da mitzubieten? Da frage ich doch direkt mal nach bei Philipp Demeter von Sotheby's Deutschland. Hallo, schönen guten Morgen, schön, dass Sie aufs Parkett gekommen sind. Ja, danke, dass ich hier sein darf. So eine Auktion, ist das was für jedermann? Absolut. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder kann sich registrieren, jeder kann mitbieten. Wir versteigern insgesamt, vielleicht darf ich kurz einhaken, Sie sagten 1.500 Objekte. Es sind tatsächlich 35.000 Objekte zusammengefasst in 1.500 Lots. Also es ist wirklich für jeden was dabei, von bis. Und das ist das, was wir alle auch wirklich als besonders sehen. Und das ist die Magie dieser Auktion. 1.500 Lots sind Auktionen, lose. Exakt, genau so ist genau. Aber kann man es sich leisten? Das ist ja die Frage. Natürlich kann sich jeder registrieren, aber hat man da wirklich das nötige Kleingeld? Man stellt sich da schon Summen vor im Millionenbereich. Nicht unbedingt. Also die gibt's auch, ja. Aber vielleicht, wenn ich 2 Beispiele rausgreife. Wir haben das handgeschriebene Manuskript von Bohemian Rhapsody mit einem Schätzwert von 800.000 bis 1,2 Millionen Pfund. Auf der anderen Seite haben wir, und das ist eins meiner persönlichen Highlights, einen wunderbaren kleinen silbernen Kamm, ungefähr diese Größe, gemacht von Tiffany. Und den hat Freddie Mercury in seinem Portemonnaie immer mit sich getragen, um sein Schnurrbart zu kämmen. Und da haben wir einen Schätzwert von 400 bis 600 Pfund. Also Sie sehen, es gibt von bis. Aber es wird ja dann schon erwartet, also was ich so gesehen habe bislang, es wird ja auch mehrfach übertroffen, diese Schätzwerte, manchmal das 10-fache oder mehr. Ja, also das ist ein guter Punkt. Die gesamte Sammlung ist sehr konservativ geschätzt, das muss ich schon sagen. Wir reden hier von 7 bis 9 Millionen in Summe und es würde uns nicht wundern, wenn wir das um ein Vielfaches übersteigern. Das stimmt tatsächlich und bei solchen besonderen Provenienzen ist es immer schwierig zu prognostizieren, was dann am Ende tatsächlich rauskommt. Aber das Medieninteresse ist gewaltig jetzt schon und das wird sich wahrscheinlich am Ende dann auch bei den erzielten Preisen widerspiegeln. Jetzt kaufen das diese Leute ja vielleicht eben, weil sie Fan sind, aber vielleicht eben auch, weil sie ihr Vermögen damit, einen gewissen Vermögensaufbau damit bewerkstelligen wollen. Wie gut sind die Chancen, dass man da vielleicht ein gutes Schnäppchen machen kann, unterschätzte Sachen ersteigert, die sich dann später nach Jahren deutlich besser verkaufen lassen? Das passiert immer mal wieder, das stimmt schon, wobei ich aber sagen muss, dass wir eher dem Verkäufer orientiert sind. Also wir versuchen immer das Beste rauszuholen für den Verkäufer, also wir sind nicht zwangsläufig der Markt, um Schnäppchen zu machen, aber es gibt mit Sicherheit Entwicklungen am Markt, dass sich gewisse Preise entwickeln für verschiedene Produktkategorien und dann passiert es definitiv, dass Leute Stücke einkaufen, die dann ein paar Jahre später teilweise ein Vielfaches wert sind. Ja. Also muss man schon selbst sehr viel Wissen mitbringen? Nichts, ja, natürlich, man sollte ein Interesse mitbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man neu einsteigt, man sollte sich auf einzelne Produktkategorien, denke ich mal, konzentrieren und sich dann da einarbeiten. Man sollte sich beraten lassen. Das ist natürlich das, was ein Auktionshaus auszeichnet, dass wir Experten haben in den verschiedenen Sparten. Ich selbst auch bin Experte für Uhren und Schmuck und berate meine Kunden dahingehend, einfach Stücke zu kaufen, die dann in ihre Sammlung auch passen. Beraten lassen heißt im Vorfeld schon sich informieren, sich die Stücke angucken, wenn sie ausgestellt werden? Ja. Ja. Und dann die entsprechende Expertise einholen. Genau. Also das ist ganz wichtig, sich die Stücke anschauen. Das ist natürlich das, was wir auch immer garantieren, dass die Leute die Möglichkeit haben, vor den Auktionen sich die Stücke auch live anzuschauen. Ansonsten versuchen wir es online bestmöglich abzubilden. Man muss zum Beispiel auch sagen, was ganz interessant ist, dass mittlerweile 92% unserer Gebote online reinkommen. Das heißt, die Kunden sind nicht mehr zwangsläufig vor Ort, um die Gebote abzugeben, sondern können auf der ganzen Welt mitbieten. Da gibt es jetzt auch, haben Sie viel Konkurrenz bekommen durch so kleinere Online-Auktionshäuser? Ja, das stimmt. Wobei man dazu sagen muss, wir mit unserer langjährigen
Geschichte haben natürlich eine Reichweite, die verschiedene andere kleine Mitbewerber nicht haben. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch auszeichnet, dass wir einfach eine Reichweite haben und marketingtechnisch Dinge abbilden können, die kleinere Mitbewerber nicht abbilden können. Wie läuft denn dann so eine Auktion ab? Also im Vorfeld schon, Sie sagten, ich muss mich registrieren. Wahrscheinlich muss ich auch Geld hinterlegen? Nicht zwangsläufig. Bei sogenannten Premium-Pedals schon. Aber das ist dann meistens erst im Bereich ab 1 Million. Aber alles, was drunter ist, eine Registrierung reicht. Die Accounts werden dann verifiziert. Und sobald das geschehen ist, und das geht in der Regel innerhalb von einem Tag, kann man auch mitbieten, am einfachsten über die App. Das ist relativ simpel tatsächlich. Also man braucht einen gewissen Prozentsatz von dem, sagen wir mal, Schätzwert, wo man mitbieten will? Bei den Premium-Lots, genau. Ja. Mhm, okay. Ist denn dann jetzt wiederum, wenn ich umgekehrt einen... ja, vielleicht Nachlass habe, Erbstücke, die ich verkaufen möchte. Ist das dann ein guter Ort, bei einer Auktion das zu machen? Also eine Auktion ist immer das Transparenteste, was man sich vorstellen kann. Weil das ist der, also wenn man von einem internationalen Auktionshaus spricht, weil wir garantieren, dass wir am Tag der Auktion Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Vielleicht, wenn ich Ihnen ein Beispiel sagen darf, wir haben jetzt vor kurzem einen Ring versteigert von dem Rapper Tupac Shakur. Den hat er 1996 sich anfertigen lassen und getragen. Schätzwert waren 200.000 bis 300.000 US-Dollar und am Ende ging er für über 1 Million weg. Und das ist natürlich etwas, was man nur im Rahmen einer Auktion erzielen kann, weil wir da einfach alle Interessenten zusammenbringen an dem Tag der Auktion. Wann lohnt es sich denn jetzt tatsächlich, so ein Schmuckstück versteigern zu lassen? Sind ja auch, Sie bekommen ja auch für Ihre Arbeit wiederum Gebühren. Wann lohnt sich das? Also ich sage mal grundsätzlich, es hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun, aber grundsätzlich immer, wenn es was ist, was besonders ist. Also ein Massenprodukt kann man schon auch über uns versteigern, aber da gibt es auch andere Wege. Aber sobald es was Besonderes ist, sobald etwas selten wird, sobald etwas eine besonders hohe Qualität hat, sage ich mal, dann ist ein Auktionshaus immer das erste Mittel der Wahl. Und wie erkennt man jetzt überhaupt den Wert eines Gegenstandes? Sie schätzen ja auch im Vorfeld den Wert der Gegenstände ein, Schmuckstücke. Ja. Wie haben Sie Ihre Expertise erlangt oder vielleicht wird man auch Aktionator, um sich dieses Wissen dann anzueignen? Also grundsätzlich, die Theorie ist ganz wichtig. Ich bin Experte, wie gesagt, für Uhren und Schmuck. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gemmologen und zum Diamantgutachter. Also die Theorie ist wahnsinnig wichtig. Und dann geht es darum, viele Dinge zu sehen. Man muss einfach wahnsinnig viele Stücke in der Hand gehabt haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann, das, was wir auch noch machen, wir arbeiten in einem internationalen Team zusammen. Also es gibt bei uns, ich glaube, ungefähr 20 Experten weltweit für Schmuck. Und alle größeren Stücke besprechen wir im Team. Und dann fließt natürlich die Expertise von den Kollegen aus der ganzen Welt mit ein. Und so können wir dann am Ende den bestmöglichen Schätzwert auch festlegen für die Objekte. Wenn Sie so einen Preis festlegen, wie sicher sind Sie sich dann, dass der auch dann dem entspricht? Oder haben Sie auch schon mal daneben gelegen? Das kommt vor. Ganz klar. Wobei ich fairerweise sagen muss, es ist bei uns nicht so schlimm. So, wenn ich bei einem Schätzwert zu niedrig liege, wir sagen immer ganz gerne, let the market decide. Am Ende des Tages wird dann schon der Marktwert erreicht, weil wir einfach international aufgestellt sind und die Bieter dann, wenn wir zu niedrig liegen, einfach auf einen höheren Preis bieten. Siehe diesen Ring von Tupac Shakur. Auf der anderen Seite, wenn wir tatsächlich mal irgendwann ein bisschen zu hoch sind, bleiben die Dinge unverkauft, dann bieten wir es nochmal an mit einem überarbeiteten Schätzwert. Was war denn so Ihre spannendste Auktion in Ihrer Berufsgeschichte bislang? Also wenn ich jetzt auf meine Karriere als Auktionator zurückblicke, ich durfte debütieren bei den Tagesauktionen von Karl Lagerfeld letztes Jahr. Und ich erinnere mich daran, wir hatten eine kleine Tuscheskizze von ihm selbst mit einem auch wieder konservativen Schätzwert von, ich glaube, damals waren es 300 bis 500 Euro. Und die ging weg für 63.000. Und dann muss ich sagen, das ist schon so ein Moment, wo ich jetzt, wenn ich es erzähle, kriege ich noch ein bisschen Gänsehaut. Als da dann der Hammer runterging tatsächlich, das war schon ein ganz besonderer Moment. Eine sehr schillernde Welt. Ja. Philipp Demeter, Sie haben uns einen kleinen Einblick gegeben. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Auktionen bei Sotheby's zum Beispiel, da geht es oft um sehr große Summen und ums große Geld geht's bei den Banken.